Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daydream Forgotten Sorrow. Ja, in der letzten Folge haben wir hier mal einen Cut gemacht, weil wir nicht so genau wussten, wie lange das Ganze hier noch geht. Und, oh, da kommen wir gar nicht mehr hoch. Und was wir hier eigentlich machen müssen. Und ehrlich gesagt, ich weiß immer noch nicht so richtig, was wir hier machen müssen. Aber das Päckchen, wo ich jetzt gerade gedacht hatte, wo ich ausgemacht hatte, dass man das vielleicht nutzen kann, das kann man offenbar nicht nutzen. Ah ne, das Fenster ist zu. Das sah jetzt gerade so schwarz aus. Ne, das ist zu. Schade. Schade, schade. Tür kann man auch nicht. Also, ich denke, man muss darüber kommen. Aber ganz ehrlich, so schnell. Nein. Oh, ich hätte es fast geschafft. Nein, ernsthaft. Also ich glaube, man muss auf jeden Fall das Ding im Moment am Boden liegen haben. Okay. Hilfe, habe ich mich jetzt erschrocken, dass ich da war. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Du gehst mir da hoch. Du gehst mir vor allen Dingen nach rechts und springst da jetzt nicht wieder runter. Ah, okay. Nein. Ich hasse das, dass der den Hebel nicht einfach mal zur Seite machen kann und dann... So. Achso, jetzt muss ich wieder nach unten, oder? Ja, vorsichtig, vorsichtig. Dass du nicht da drüber springst. Okay, war doch einfacher, als ich gedacht habe. So wie ich gedacht hatte, aber einfacher. Oh, was ist jetzt los? Rutschparty. Wo fährt die Rutschpartie denn hin? An dem Schleim vorbei. Oh. Voll auf die... Ihr wisst schon. Ich habe zwar auf Neben gedrückt, aber ist auch gut. Dann kletter halt da hoch, kein Thema. Ja, alles gut. Kann man die nicht ziehen oder so? Ne, kann man nicht, ne? Was sind wir denn hier? Okay. Was ist mit dem Hut? Mit dem Hut ist auch nichts. Da kann man sich hochziehen, aber es bringt einen nichts. Hier darf man wahrscheinlich nicht reinfallen, nehme ich mal an. Oh no. Ich werde jetzt sterben, wenn ich da reinspringe, oder? Muss man das irgendwie bewegen? Ah! Halte LT, um abzutauchen. Oh! Oh, okay. Was muss ich hier machen? Jetzt fehlt nur noch die Maus, dann sind wir hier bei Alice im Wunderland, oder was? Also Luft scheine ich genug zu haben, aber... Oh, Moment. Ah, kann man da was machen? Mit Benutzen habe ich das jetzt gemacht. Habe ich dann alle, wenn ich die beiden hier noch kriege? Na, komm, komm, komm. Ja, komm. Es ist auf jeden Fall keine Errungenschaft. Ja, keine Ahnung, was sie bringen. Aber wir haben die Luftballons. Kann ich das Ding denn jetzt mit rübernehmen, oder? Hat das irgendeine Bewandtnis? Muss ich die damit vielleicht kaputt machen oder sowas? Kann natürlich auch sein. Naja. Aber wirklich schieben kann ich das Ganze nicht. Komm hoch. Komm wieder zurück. Ne, schieben kann ich das Ganze auf jeden Fall nicht. Und hier kann ich auch nichts... Oder kann ich da drauf springen vielleicht? Och, ja, natürlich. So, zack. Ne, die gehen nicht kaputt. Okay.
Keine Ahnung, was das mit den Luftballons sein soll. Ich weiß es nicht. Ich gucke erstmal eben hier weiter. Ob das jetzt nur so ein Fake ist oder was? Ich weiß es nicht. Boah. Das war ja mal gar nichts. Frage ist, ich muss aber doch eigentlich da hoch, oder? Oh ja. Ja, ja. Es geht. Kann man das mitnehmen? Nee. Da könnte man hoch. Was ist das für ein komisches Bild? Ganz viele Kerzen. Oh, Sackgasse? Kann man an den Kerzen irgendwie... Huh! Okay. Ich wollte gerade noch fragen, ob man an den Kerzen da, also an diesen Dingern irgendwie hochhangeln kann. Aber ja, warum nicht? Wir sind jetzt im Bild, kein Thema. Oh Gott. Was ist das? Huh! Okay. Hilfe. Nein, warum fällt er da runter? Also warum kann ich euch sagen, weil er mal wieder von selber gelaufen ist. Aber warum läufst du von selber? Oh. Nein, da hoch. Geh da hoch. Geh da hoch. Oh, ist das schwer, diesen Sprung zu machen. Nein, nein, nein. Ah, jetzt. Nein. Du sollst da doch nicht abrutschen. Oh, das ist... Was ist denn das hier? Ich kann es festhalten, aber nicht ziehen. Ah? Ah, da. Oh, Kerze ist runtergefallen. Oh! Oh, oh. Oh, oh, oh. Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe. Weiß nicht, wo ich hin muss. Ah! Nein! Treppe, Treppe, Treppe. Oh, da kann ich nicht rum. Da kann ich nicht rum. Wieso kann ich da nicht rum? Nein! Wo muss ich denn da rum? Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment. Auf das Buch hätte ich gemusst, oder? Von der Treppe auf das Buch und dann wahrscheinlich da oben an dem Ding. Ach, ich habe gedacht, man kann da hinten Weg entlang. Oh, das muss ich nochmal machen. Oh, das ist ja Mist. Zack. Ja, da kannst du jetzt runterfallen. Och, ob ich das nochmal schaffe, keine Ahnung. Wahrscheinlich beim 30. Versuch oder so, wenn überhaupt. Oh, drück mir die Daumen. Vor allem habe ich mich so erschrocken, als auf einmal alles zu brennen anfing. So, einmal hoch. Und zack. Und zack. Und zack. Hoch, hoch, hoch. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Und zack. Und zack. Nein! Och komm, da hätte ich nochmal laufen müssen. Der war so gut. Der war wirklich so gut. So perfekt. So, lass dich doch einfach fallen. Ah, so geht das. Okay. Okay. Nochmal ziehen. Komm, zieh, zieh, zieh. Lauf, 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 lauf. Komm schon. Oh, oh Gott. Ja, komm. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Oh. Was ist das? Nein! Oder? Oh. Echt? Hä? Okay. Darf ich hier mal runter? Ah, jetzt. Ja, sie ist jetzt sowieso weg. Oder muss ich das auf Zeit machen? Ich wollte gerne die Sachen angucken hier.
Ja. Ich suche ja immer noch so ein bisschen nach den Errungenschaften. Ne? Wir hatten ja schon Errungenschaften bekommen mit der Eisenbahn und so. Und dann denke ich mir immer, okay. Ja, komm, das kriegen wir hin. Und zack. Und zack. Ja, du musst schon aufstehen, Junge. Komm. Lass die jetzt nicht stundenlang hier weiterlaufen. Oh. Kann ich da hochklettern? Ich bin mir nicht sicher. Ah ja. Ich war die ganze Zeit auf das Ding am Gucken. Nein, nicht mit mir, Fräulein. Nicht mit mir. Wo ist sie? Wo ist die doofe Kuh? Und zack. Und zack. Nee, die ist komplett abgeschlossen, oder? Kann ich da irgendwie hoch? Oh, das sieht gut aus, oder? Bin mir nicht sicher. Oh, jetzt geht er hochkommen. Doch, da ist was offen. Ja, genau. Okay. Frage ist, wo ist sie jetzt? Sie ist schon durchgelaufen, oder? Ja, natürlich. Der legt sich überall hin, wo er nur kann. Gib das her. Das ist meine Hälfte. Hier, Blödmann. Jetzt wäre noch zu klären, wo seine Hälfte eigentlich ist, ne? Okay. Hat die Maske auch wieder aufgesetzt? Ach so, die eine Hälfte hängt da drin. Und die Tür taucht jetzt plötzlich im Zimmer auf. Auch nicht schlecht. Das sieht so ein bisschen kriselig aus hier. Kann man. Oh, direkt mal runtergefallen. Kann man da. Nee, kann man nicht. Ach so, warte mal, der Bär ist doch hier drin. Um zu ducken. Hallo, Bär. Ja, ich hab dich wieder. Oh. Hallo? Was muss ich machen? Wo muss ich hin? Ich denke mal, das muss ich erstmal. So. Ich eile, ich fliege, ich renne raus. Hilfe! Oh mein Gott, wo sind wir denn hier? Oh, die Pilze kenne ich aus Teso. Da musste man drei Sachen machen und die Pilze gehörten dazu. Die sahen wirklich 1A so aus. Bär, wo bist du? Das ist nur ein Schatten. Achso, das ist auch ein Schatten. Okay, er zeigt mir nur, wo es lang geht, okay? Muss ich eigentlich laufen? Kommt irgendwas hinter mir her? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, aber es ist trotzdem irgendwie sehr bedrückend hier. Kann ich da entlang? Ja.
Also ich habe ja irgendwo gelesen, ich glaube auf Steam war es, dass das quasi seine Psyche ist. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, so richtig verstanden habe ich die Story jetzt noch nicht. Ich hoffe, das wird jetzt aufgelöst. Oder es wird weiter fantastische Bilder geben, die mich total kirre machen werden und ja, absolut nichts erklären. Leuchtete gerade irgendwas? Okay. Nein! Da war doch gerade noch eine Tür. Hallo? Dein Ernst jetzt? Dein F-Punkt Ernst. Man darf ja nicht mehr fluchen, laut den Regeln von YouTube. Ah, okay, mit der Tür muss ich jetzt aufpassen hier. Oh, lauf, lauf. Nein! Ich höre schon wieder was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf! Du kriegst das hin. Oh nein, du kriegst das nicht hin. Oh, ich hasse das in diese Richtung. Nein, ich hasse das, ich hasse das, ich hasse euch. Oh nein. Nein. Könnt mich doch alle mal. Oh, so schnell bin ich nicht. Ach so. Okay. Teddy hilft mit. Okay, zwar nur als Schatten, aber Teddy hilft mit. Komm, Teddy, wir laufen. Wir laufen, wir laufen. Ich weiß nur nicht, wohin wir laufen. Irgendwie ist das alles so verworren. Sowas wie ein böses, Alice im Wunderland, so. Okay. Okay, Teddy, ich folge dir, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mag diese Perspektive nicht, wenn man so von unten so halb nach oben guckt. Ah, sieht schon krass aus. Hier kann man was machen. Okay, Teddy, mache ich. Ja. Aber ich schaffe es nicht. Das war ja so klar. Warte mal, habe ich denn hier noch einen anderen? Ach so, Moment. Kann er auf der anderen Seite was machen? Ich kann das nicht auswählen. Ah, doch, jetzt. Teddy kann dann Schatten sich da dranhängen. Hallo? Na. Ich bin mir nicht sicher, ob Teddy sich hier, da jetzt dranhängen kann oder nicht. Deswegen. Ich kann ihm sagen, dass er sich da dranhängen soll, aber. Aber er macht's dann nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich von rechts oder links jetzt schneller wäre. Ich denke mal, ich muss tatsächlich einfach nur schnell sein. Oh, jetzt schaffe ich das noch nicht mal. Ist das dein Ernst? Aber gut, dass die hier einen Speicherpunkt hingemacht haben. Oh, jetzt kriege ich das noch nicht mal mehr so hin. Sauerei. Das gibt's doch nicht. Eben habe ich das doch noch gekonnt. Oder war das die andere Seite irgendwie? Da ist ja auch so ein roter Pfeil nach rechts, deswegen. Verstehe nur nicht, warum ich das. Da kann ich das machen. Aber er macht's halt nicht, ne? Ich muss alles ohne Teddy machen. Alles ohne ihn. Ich verstehe es irgendwie nicht. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass der mit daran geht.
Und warum ist hier dieser Pfeil? Das heißt doch für mich persönlich, dass ich nach rechts ran muss. Er will ja auch da links ran. Jetzt kann ich das nicht jetzt. Aber er kommt da nicht hin. Moment, der ist ein Schatten. Das heißt, der kommt hier an diesen Schatten nicht vorbei. Den hier. Oder? Muss ich das irgendwie... Ah! Was war das? Moment. Ach, ich kann da was schieben. Hä? War ich das jetzt hier mit dem Schatten? Okay. Moment, Moment. Kann er jetzt dahin? Nein! Ihr wollt mich veräppeln. Ihr wollt mich doch veräppeln. Ihr wollt mich doch. Hi, Teddy. Der möchte da oben an den Haken ran. Meinen die... Meine, aber... Ich soll den Haken nehmen, oder? Soll ich hier einen Haken nehmen? Oh, 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 nein. Teddy, nein, pass auf. Nein, Teddy. Bin ich jetzt gestorben? Hallo? Okay, anscheinend nicht. Anscheinend sind wir nur traurig. Traurig komme ich mit klar. Mit Sterben, das ist so ein Problem. An und für sich. Kann ich hier runter? Nee, das sah nur so aus. Ich dachte gerade schon, oh, ich sehe hier nichts. Das ist mein größeres Problem, glaube ich. Ah, hier sehe ich was, okay. Oh, das heißt aber nicht, dass ich da dann drüber komme. Da muss ich mal aufpassen. Nein, nicht da hoch. Oh. Okay. Müssen wir jetzt da hinten, oder? Hallo? Hä? Hat das jetzt gehakt, weil ich gestorben bin oder was? Was war denn das jetzt gerade? Das sah jetzt aber aus, als ob das richtig ist. Ich bin doch aufgestanden da hinten, oder nicht? Hä? Ich wollte gerade noch sagen, warum hakst du, Spiel? Und im nächsten Moment, zack. Ich kann doch nur noch da. Oh. Oder ich kann auch noch woanders hin. Hallöchen, Teddy! Teddy! Teddy, du bist da! Ich weiß immer noch nicht, warum das letzte Level... Also, ich nehme jetzt an, das ist das letzte. So krisselig ist, aber... Muss ich da jetzt irgendwas... Nee. Oh, wir werden sowas von entgleisen. Wir werden sowas von entgleisen. Wir sind sowas von tot. Teddy rettet uns. Teddy ist selber tot. Teddy ist nämlich jetzt am Glühen und am Leuchten. Okay. Kann man hier rein oder wird man da wieder weggekickt? Okay. Ich dachte schon. Okay, so langsam dämmert es mir. Also es war am Ende ja viel mit Zeit, ne? Überall Uhren und so. Und scheinbar ist da jemand aus der Familie, der wohl nicht mehr so viel Zeit hatte. Oder liegt Teddy jetzt im Bett? Das kann natürlich auch sein.
Oder sind wir das vielleicht selber? Nach dem Motto, der Tod greift nach mir. Ja. Also ich denke, wir sind tatsächlich der Kerl im Bett und wir stellen uns einfach nur vor, dass wir klein sind und ja, den Tod besiegen könnten sozusagen. Aber letztendlich gehen wir dann anscheinend doch mit ihm mit. Und das war jetzt das Ende. Also, ich sitze jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos hier. Und das ist selten bei mir. Aber das Spiel an sich fand ich echt gar nicht schlecht. Also ich fand es wirklich ziemlich gut. Bis auf die Sache mit der Steuerung. Also gut, mein Controller hat natürlich auch einige Probleme gemacht. Obwohl es ein Original-Xbox-Controller ist und eigentlich keine Probleme machen sollte. Aber, ja, ich sag mal, da gab es natürlich noch das ein oder andere Problem. Dann ist der mal nicht richtig gesprungen, mal nicht richtig gelaufen oder hat sich nicht festgehalten, wenn man 20 Mal dran gesprungen ist, so ungefähr. Das war natürlich ein bisschen nervig teilweise. Oder dass man alles dann nochmal von vorne machen musste, wenn man dann kurz vorm Ende irgendwo gestorben ist. Ja, da hätten sie den Spawnpunkt vielleicht ein bisschen besser machen können. Aber ansonsten muss ich sagen, fand ich es echt ein sehr, sehr schönes Spiel. Mit einem faden Beigeschmack am Ende. Was kommt jetzt? Also irgendwas hat das mit den Libellen auch auf sich. Das ist doch die Anfangsszene, oder nicht? Ach so. Also es geht quasi endlos so weiter, wenn ich das verstehe. Richtig verstehe. Also ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob das jetzt endlos so weitergeht oder ob das einfach nur wieder von vorne losgeht. Also nein, ich möchte jetzt nicht weiter rennen. Ich werde mich auch kurz fassen, weil sonst stehen wir natürlich die ganze Zeit in diesem Bildschirm. Also ich dachte jetzt zuerst, es geht jetzt endlos so weiter, dass er dann in sich gekehrt ist und wieder alles von vorne sich vorstellt. Aber das wird wohl eher nicht der Fall sein. War aber ein bisschen seltsam, dass der Abspann so kurz war und dann irgendwie direkt wieder ins Spiel reinführte.
Grundsätzlich muss ich sagen, fand ich das Spiel wirklich gut gemacht. Also auch von den Ideen her, wie man was handeln muss. Manchmal war es extremst knapp von der Zeit her, also dass man gerade noch so dran kam, damit man dann hochgezogen wurde oder was weiß ich. Aber es ging. Also ich fand es auch eigentlich schön zu spielen, auch wenn ich ein paar Mal geflucht habe und gesagt habe, ihr könnt mich doch alle mal. Das sind dann halt so diese Sachen, ja, wenn es dann nicht so läuft, wie es eigentlich laufen soll, dann hat man das nun mal, ne? Dann verflucht man die Macher des Spiels und die Welt um sich herum. Nein, okay, so extrem ist es natürlich nicht. Aber ich fand es wirklich, wirklich gut. Ich habe es die ganze Zeit nicht verstanden, bin ich ganz ehrlich, bis ich das Ende gesehen habe. Deswegen, also ich gehe davon aus, dass es dann wegen den Uhren, dass es darum geht, er hat keine Zeit mehr. Seine Zeit ist zu Ende. Diese Hand oder auch die anderen Viecher, die halt hinter ihm her sind, die ja eigentlich diese Hand sind, so gesehen, das ist halt der Tod. Der greift nach ihm und ja, das ist natürlich schon ein sehr, sehr bitteres und sehr, sehr trauriges Ende. Und aber trotzdem sehr gut umgesetzt, auch bildtechnisch, muss ich sagen. Ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das ganze Let's Play gefunden habt, beziehungsweise wie ihr das Spiel gefunden habt. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich bin gerade noch so ein bisschen in der Depri-Stimmung wegen den letzten Bildern, muss ich gestehen. Ansonsten bleibt mir aber nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen, auch bis zum Ende dabei sein. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.